Ja, hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Heute reden wir wieder mal über Reifen, oder ich rede über Reifen, und zwar über den Michelin Anarchy Wild auf einem leichten Motorrad, auf einem Dual-Sport-Motorrad, im konkreten Fall auf meiner CCM GP450. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Gut, ein bisschen ungewohnt ist es heute für mich, weil normalerweise stehe ich ja neben dem Motorrad, neben dem Reifen, wenn ich ein Reifenvideo drehe. Das ist in dem Fall aber nicht mehr möglich, weil der Anarchy Wild schon lange nicht mehr auf der CCM montiert ist. Warum ich jetzt trotzdem ein Video mache, ist leicht erklärt. Und zwar habe ich im 2018er ein Video mit dem Anarchy Wild auf der CCM GP450 gedreht mit dem Titel Beginn des Dauertests, und jetzt hat mich der User Spielbird erwischt und hat geschrieben, wann kommt denn das Ergebnis? Da hat er nicht ganz Unrecht gehabt, muss mich dafür entschuldigen. Das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich mich auf der Tour mit dem Reifen beim Enduro-Wandern in Polen am Heimweg verletzt habe, mir einen Schienbeinbruch zugezogen habe und dann nachher irgendwie vergessen habe, dass da noch ein Video ausständig ist. Und nebenbei habe ich ja ein Video online vom Anarchy Wild auf der Triumph Tiger 800 XC. Ich werde das da oben einblenden. Und allzu viel anderes ist ja nicht wirklich zu erwarten gewesen. Prinzipiell ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich es auf einer Reise-Enduro, auf einem schwereren Motorrad fahre, auf einer Mittelklasse-Reise-Enduro wie zum Beispiel meiner Tiger 800 oder eben auf einem leichten Dual-Sport-Motorrad. Deshalb habe ich auch diesen zweiten Test, wenn man so will, gestartet. Aber im Großen und Ganzen sind die Eigenschaften des Reifens trotzdem dieselben. Trotzdem ist es für mich immer so, dass ich zum Beispiel so einen 50-50-Reifen, wie es der Michelin ist, bei der Triumph, bei der Reise-Enduro so als ziemlich das Offroad-lastigste, was ich aufziehe, sehe, und bei dem Dual-Sport-Motorrad eher als das straßenlastigste. Obwohl es ein und derselbe Reifen ist, ist das eben bei mir auf der Reise-Enduro die Hardcore-Variante, die Variante, die ich nehme, wenn ich auf Offroad-Reisen bin oder wenn ich viel auf unbefestigten Wegen unterwegs bin, und bei der CCM eher die Wahl, die auch auf der Straße gut funktionieren soll. Weil da habe ich dann eben auch immer wieder mal richtige Enduro-Reifen drauf, wie zum Beispiel aktuell gerade den Dunlop Geomax Enduro EN91. Das ist ein FIM-Wettbewerbsreifen mit Straßenzulassung, der dann naturgemäß Offroad noch mehr kann. Aber der Anarchy Wild ist für mich eben eine richtig gute Wahl, wenn es auf der Straße zum Gelände gehen soll, also für die Reise, für die Enduro-Reise, die ganz einfach dann in der Praxis immer auch zu einem ordentlichen Anteil auch auf der Straße passiert. Das ist schwer zu verhindern, wenn man, so wie ich, gern auf Achse reist und das Motorrad nicht irgendwo auf einen Hänger oder in einen Bus schmeißt, wird man nicht umhinkommen, auch auf Straßen zu fahren. Und da funktioniert dieser Anarchy Wild wunderbar. Ist er so ziemlich das Beste, was ich bis jetzt auf den Speichenfelgen der CCM drauf gehabt habe. Er kündigt dieses Wegschmieren, das beim Rausbeschleunigen bei einem Stollenreifen immer da ist. Der hat nie den Grip eines reinen Straßenreifen, aber er kündigt den sehr, sehr gut an, und er verträgt auch ordentlich Schräglagen. Das ist bedingt durch die weit nach außen gezogenen und abgestreckten Stollen, von denen auch immer jeder zweite mit dem inneren Stollen verbunden ist, mit so einem kleinen Steg, und dadurch ist das Ganze stabiler. Dass er jetzt in Radialbauweise gemacht ist, was für Stollenreifen ja früher nicht wirklich so üblich war, kommt beim leichten Motorrad nicht so zum Tragen wie bei der schwereren Reise-Enduro, bei dem dünnen Hinterreifen der CCM. Aber du merkst schon, dass er einen guten Grip bietet auf der Straße, eine gute Spurstabilität und ein recht angenehmes, leichtgängiges Einlenkverhalten. Beim Bremsen verspüre ich auch kein allzu heftiges Aufstellmoment. Also der Reifen funktioniert auf der Straße richtig gut. Da kannst du auch wirklich am Pass ein bisschen engagierter fahren, da kannst Kurven richtig genießen. Was den Reifen in meinen Augen noch besonders alltagstauglich und dann natürlich auch reisetauglich macht, ist seine ordentliche Nässe-Performance auf der Straße. Da ist er von den ganzen Stollenreifen, die ich bis jetzt auf der CCM drauf gehabt habe, ganz sicher der Beste. Natürlich nicht so wie zum Beispiel Pirelli Scorpion Rally STR oder auch ein Heidenau K60 Scout,
aber die sind mir persönlich für die CCM dann doch eine Spur zu straßenlastig. Mit dem Motorrad fahre ich einfach auch ganz gern ein bisschen gröbere Geschichten und dann nehme ich dann auch in Kauf, dass vielleicht auf der Straße der eine oder andere Kompromiss mehr eingegangen werden muss. Aber der Michelin ist im Regen absolut fahrbar, auch auf der Straße, und zählt in dem Punkt bei den Stollenreifen ganz sicher zu den besten, was es gibt. Aber wir alle ziehen solche Reifen vor allem deshalb auf, weil wir auch von der Straße runter wollen, weil wir auf unbefestigte Wege wollen. Und da gibt es wenig zu meckern, auch über Nanaki, weil solange es trocken ist, funktioniert er wunderbar. Also auch in groben Passagen, steilen Passagen bietet er guten Grip, gute Traktion. Wenn es sandig wird, im Detbohlen habe ich ein paar sandigere Passagen gehabt, da ist dann die Seitenführung nicht ganz so gut, da gibt es Besseres. Und wenn es richtig matschig wird, habe ich jetzt, wenn ich mir diese 50-50 Reifen anschaue, zum Beispiel mit dem MT21 Rallycross von Pirelli, ein bisschen bessere Erfahrungen gemacht. Aber da reden wir von Nuancen. In etwa würde ich ihn Offroad mit dem DKC 80 vergleichen. Also das ist ein guter Standard. Da kommst du schon sehr, sehr weit, auch auf unbefestigten Wegen. Da machen da auch kürzere, gatschigere, schlammigere Passagen nichts. Wobei man da dann naturgemäß mit einem reinen Enduro-Reifen, so wie den erwähnten Dunlop oder wie mit einem Metzler 6Days, schon natürlich weiterkommt. Das ist ganz normal, aber mit denen bist du dann auf der Straße eingeschränkt, musst du auf der Straße wirklich zurückhaltend fahren, was du bei dem Anarchy Wild nicht musst. Und deshalb ist der Anarchy Wild für mich wirklich bislang das Beste, was ich für die Reise, die eben sowohl auf der Straße als auch Offroad passiert, auf der CCM drauf gehabt habe. Ich habe da am Anfang einmal den T63 von Michelin gehabt. Das war der Vorgängerreifen vom Anarchy Wild. Ich habe schon den DKC 80 drauf gehabt. Ich habe erwähnt den Pirelli Rallycross MT21 drauf gehabt. Eben den 6Days Extreme von Metzler, verschiedene Mittersreifen, Enduro-Reifen drauf gehabt. Von all denen würde ich sagen, ist der Anarchy Wild für mich die kompletteste Mischung, das kompletteste Paket, was den Kompromiss zwischen On- und Offroad anbelangt. Also den kann ich wirklich reinen Gewissens empfehlen. Würde ich mir nicht vorgenommen haben, auf Bike on Tour immer wieder neue Reifen zu testen, dann würde er sicher nach dem Dunlop schon wieder draufkommen. So aber wird es als nächster dann der AX41 von Bridgestone aller Voraussicht nach, weil ich den als sehr, sehr ähnlich gut auf der Reisentour empfunden habe und dann eben auch herausfinden will für mich, ob der auch auf dem leichten Toursportmotorrad genauso gut funktioniert. Es ist so, bei diesen Toursportmotorrädern hast du einen dünneren Hinterreifen, in der Regel hast du ganz sicher weniger Gewicht, also die CCM wiegt 125 Kilo trocken. Das ist dann natürlich ganz was anderes, sowohl auf der Straße als auch abseits der Straße. Ich kann mir den Anarchy Wild auch sehr gut vorstellen auf einer 690 Enduro R von KTM oder auf einer 701 Enduro von Husqvarna, also auf diesen richtig sportlichen Einzylinder Enduros, weil es ein sportlich zu fahrender Reifen ist, sowohl auf als auch abseits der Straße. Gut, wie ich schon einleitend erwähnt habe, hat dieses kurze Video jetzt nicht unbedingt bahnbrechende Neuerungen für euch gebracht. Das ist mir ganz klar, weil die Unterschiede bei ein und demselben Reifen trotz verschiedener Motorräder jetzt nicht so groß sein können. Wenn trotzdem für euch verwertbare Informationen dabei gewesen sind, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Schreibt es unten in den Kommentaren rein, was ihr auf leichten Enduros am liebsten verwendet, ob ihr den Anarchy Wild auch schon gefahren seid. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört's noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, und abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft solche Videos nie wieder versäumt. Mehr Reifentests, Testberichte von Motorrädern und Ausrüstungsgegenständen sowie natürlich jede Menge Reiseberichte und Videos findet ihr auf www.bikeontour.com.